Moin, ein paar Grüße aus dem Wald sende ich hier mit diesem Video. Tja, habe ich denn sonst nichts zu sagen? Doch, aber es ist so viel, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, das hier jetzt alles herunterzuleiern, weil der eine oder andere hat das ja schon zum Ausdruck gebracht, was zu sagen ist. Die ganze Welt steht Kopf sozusagen und ja, wir sind die Zuschauer, wenn wir das wollen. Ich habe mich hier jetzt einfach mal ein bisschen abgesondert und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr neugierig bin. Ich gucke schon hin und wieder mal, ob auf den wichtigen Kanälen gerade was Neues kommt, aber ich habe den Eindruck, die machen alle irgendwie jetzt die Schildkröte, ja, so Urlaub, sie ducken sich weg, gehen wahrscheinlich eine Runde schwimmen oder sitzen wie ich im Wald und sagen einfach mal, das lasse ich nicht an mich ran. Diese ganzen schlechten Energien, dieser ganze Mist, diese ganzen Lügen, dieser ganze Schwachsinn, was soll ich denn damit anfangen? Was hat das in meinem Leben zu tun? Tja, nichts, genau. Also dieser ganze Quatsch, den brauchen wir nicht. Und es ist zwar gut, neugierig zu bleiben, aber an anderer Stelle. Und zwar dort, wo die guten Energien zu finden sind. Ja? Im Wald zum Beispiel. Und wenn es jetzt tatsächlich mal endlich Sommerwetter wird hier in Deutschland, dann ist es umso wichtiger, in den Wald zu gehen, weil es einfach mal 5 Grad kühler ist unter dem Blätterdach, weil die Luft besser ist, weil es weniger Krach gibt, weil es weniger Staub gibt, weil man hier gesund werden kann, wenn man vielleicht nicht so ganz gesund ist. Tja, und deshalb viele Grüße aus dem Wald. Und ja, macht doch einfach mal Urlaub. Um die Ecke, dort, wo kein Stress ist, wo frische Luft ist, wo man sich erholen kann von der Nerverei. Ich habe tatsächlich heute noch nicht gefrühstückt und ich habe gar keinen Hunger. Ich fühle mich gut versorgt von der Schöpfung mit Licht und Luft. Und tja, was braucht man noch? Liebe. Ja, irgendwie liegt das auch in der Luft. Gut, solange man nicht die Zeitung aufschlägt oder die öffentlich-rechtlichen Medien anguckt. Genau, also diese Leute, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie im Moment völlig versteinert da sitzen, irgendetwas herunterleiern, was man ihnen eh nicht glaubt. Und deshalb ab in die Natur. Ausruhen, erholen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen. Der See ist nicht weit weg. Tschüss.